Hey, yo Leute, Samix hier und herzlich willkommen zum zweiten Tag des Liga BBVA Turniers. Also das gibt jetzt auch schon etwas länger. Ich habe ja gestern schon eine Folge dazu hochgeladen, aber wir werden es heute nochmal versuchen. Wir haben immer noch genau das gleiche Team, wie ihr hier sehen könnt. Und dann würde ich mal sagen, dann sehen wir uns gleich, wenn wir unseren ersten Gegner gefunden haben. So, meine Freunde, wir haben unseren Gegner gefunden. Mit seinem Wolfsburg-Wappen hier. Baby Dragon heißt er. Jo, hat ein ganz ordentliches Team. Aber ich denke mal, für Team her wäre einen ordentlichen Vorteil. Aber man weiß ja, dass es nicht aufs Team drauf ankommt, sondern wie man mit dem Team spielt. Jetzt können wir kontern. Jetzt können wir kontern. Über Zumba Neymar, Arche Neymar. Uiuiui. So sind Neymar. Hauen hier ein paar Übersteiger raus. Gehen hier nach innen. Neymar, Junge, Neymar! Mist. Aber Hammes! Oh mein Gott! Alter, ich liebe einfach dieses BBVA-Mittelfeld. Groß, Modric, Hammes, die können einfach alle drei so geil schießen. Schön! Schön! Aber komm, groß. Groß, Toni, groß, Junge. Mann, Pfosten. Aber jetzt groß. Jetzt nochmal Pfosten, aber jetzt drin. Das ist irgendwas für Toni groß. Toni groß, Toni groß. Toni groß, Junge. Was? What the fuck? Er geht einfach rein. Was macht Bravo? Oh, richtig schön, aber. Aber der war gar nicht so geil platziert. Das geht bei Bravo ab. Ey, das muss ich mir mal anschauen. What the fuck? Der springt einfach von der. Und das Spiel ist vorbei und wir gewinnen 3-0. Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann direkt zum nächsten Spiel im Viertelfinale dann. Hier sehen wir seitdem Juventus, Spagnolo, what the fuck? Oh mein Gott, aufgeputschter Neymar, aufgeputschter Suarez, aufgeputschter Bale. Oh mein Gott, ist das Team krass. Hat hier leider keine Special Cards, weil wir natürlich auch nicht in unserem Team. Und da würde ich nur sagen, bis zum ersten Tor oder der ersten Großchance. Komm, Benzema, renn am Keeper vorbei. Oh, Trickshot. Nice. Rodriguez. Schön. 2-0. Aber dafür haben wir Toni Kroos für weite Schüsse. Toni Kroos. Toni Kroos. 3-0, Junge. 3-0. Okay, unser Gegner rückt mal wieder Pause und ja, er verlässt das Spiel. Würde ich auch machen in der 20. Minute, wenn man schon 3-0 zurückliegt. Vor allem auch im Viertelfinale eines Turniers. Aber da würde ich mal sagen, dann sehen wir uns gleich im Halbfinalspiel. So, nach tausenden von Jahren haben wir unseren Gegner gefunden. What the fuck, eine 90er Bewertung? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Er hat alle Team of the Year Spieler aus dem BBVA. Dann hat er doch haufenweise Team of the Season. Sein schlechtester Spieler ist einfach Gareth Bale. Was ist mit dem Jungen los? What the fuck? Jo, Elva! Ja! Ja, Mann, Elfer, ja. So. Zumba Neymar. Dein Moment ist gekommen. Und sich hier verwandelt.
Jungs, da steht einfach 1-0 und jetzt Gegner einfach so ein krasses Team. Ach du Scheiße. Nein! Messi! Nein! Junge, das ist einfach alle außen. Oh mein Gott, der Pass. Dead Pass, Dead Pass. Nein! Mann, Alter, warum kann er den Ball nicht jetzt auslenken? Oh nein! Oh, das kriegt mich jetzt so auf. Wir verlieren das Halbfinalspiel 2-1. Gegen so eins der beste Team, wir waren uns gar nicht schlecht geschlagen. Jetzt will ich mir nochmal kurz die Stats davon anschauen. Ah, ja, okay, die Stats stehen schon für ihn, aber ich finde, wir haben uns trotzdem nicht schlecht geschlagen. Wir hätten das echt gewinnen können. Aber. Schade. Also ich würde mal sagen, das war's dann fürs Turnier. Tschüss, Samix ist raus. Hey, yo Leute, Samix hier und herzlich willkommen zu etwas Unerwartetem. Aber nachdem ich gerade eben den Cup gespielt hatte, hatte ich es dann nochmal versucht und wir hatten hier diesen gratis Messi, den habe ich da bekommen. Und ich habe einfach den Cup dann gewonnen, aber ich habe jetzt leider nicht alles aufgezeichnet. Aber ich würde sagen, wir öffnen dann trotzdem mal unser Pack, was wir da bekommen haben. Seltener Spielerset. 12 seltene, 12 Gold, 12 Objekte. Öffnen wir das einfach mal. Ich schau weg, ich schau nicht hin, okay? 3, 2, 1. Okay, ich sehe erstmal nix. Boah, das gibt's doch nicht, Alter. Ich habe diesen Cup gespielt, nur weil ich diese blöden Spiele enden wollte. So ein scheiß Team of the Season oder so haben wollte. Es kommt raus. Der Beste war anscheinend gerade mal hier nur Miranda. Ja, hat man natürlich schon. Da speichern wir trotzdem alles in Verein, aber. Das finde ich jetzt ein bisschen schade. Ja, 50k können wir uns vielleicht nachher noch mal kurz leisten. Ich würde mal sagen, wir sehen uns kurz nach einem kurzen Cup gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich habe hier gerade eben noch ein paar Coins geholt, dadurch, dass ich ein paar Spieler verkauft habe. Und wir öffnen jetzt nochmal schnell ein 15.000er Set. Und danach ist dann wirklich Ende. Aber es kann sein, dass ich dann die nächsten Tage nochmal ein Pack-Opening hochlade, ein größeres. Ich schaue wieder nicht hin. Ohne Skippe. 3, 2, 1. Jones, Smalling, Oberboating. Alter, aber braucht mal wer jetzt. Ja, den behalte ich. Okay, noch ein paar Verträge. Und den Rest werde ich abstoßen. Jo. Also das war's dann jetzt aber auch von diesem Pack Opening. Wir können jetzt auch ein Silberset leisten. Ja, aber diesen Silberspieler muss man immer kontrollieren. Aber hier schien wohl nichts Gescheites drin zu sein. Ich stoße das hier mal ab. Aber ich würde jetzt mal sagen, das war's dann für diese Folge. Damit sage ich Tschüss und du hörst der Mixes raus.